Was enthält die Arbeitsbescheinigung? Arbeitsbescheinigung, zunächst einmal, um den Begriff zu klären, ist ein Tätigkeitsnachweis. Ja, eine Tätigkeitsbeschreibung nennt man auch Arbeitsbescheinigung. Und die Punkte, die enthalten sind, ist die Art der Tätigkeit, dann Beginn und Ende, Grund für Beendigung. Ich habe einen Moment gezögert. Grund für Beendigung und erhaltenes Arbeitsentgelt. Dazu natürlich der Name, der Vorname, der Wohnort. Ja, das ist ja klar, ne? Also für den die Bescheinigung ausgestellt wird. Und zwar generell kann man sagen, deswegen habe ich einen Moment gezögert hier, Grund für die Beendigung und erhaltenes Arbeitsentgelt, weil im Grunde könnte man sagen, Herr Franz Müller war vom bis bei uns als Gabelstaplerfahrer beschäftigt, wäre er im Grunde schon so eine Tätigkeits- oder Arbeitsbescheinigung. Aber hier geht es um mehr, nämlich generell geht es um alle Informationen, die der Arbeitnehmer braucht für Arbeitslosengeld. Alle Info für Arbeitslosengeld. Ja, das ist dann mit auch der Sinn dieser Arbeitsbescheinigung, denn normalerweise holt man sich ja ein qualifiziertes Zeugnis. Wollen Sie lernen, ohne zu leiden? Dann klicken Sie auf den Link unter diesem Video. Dieser Link führt Sie direkt zu meinem Schnelllernsystem. Mein Name ist Marius Ebert. Vielen Dank.